Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Immer noch mit dabei sind Osoma und Schmacki. Hi. Hi. Osa, der immer noch streamt. Schmackes im Zugucken und ich habe jetzt meine Übertragung an, damit Schmackes mich zum Leuchtfeuer lotsen kann. Also ich wäre da jetzt rechts lang gegangen und hätte geguckt. Links. Da vorne stand der Typ und hat Köttböller gedroppt. Treppe hoch. Na, Moment. Oh, Scheiße, das ist gut. Das ist nicht gut. Sehe ich mal, wie der aussieht. Oh no. Da hoch. Da vorne. Wo? Bist schon vorbei. Da unten. Nein! Da? Irgendwo? Da vorne zum Geländer, wo es offen steht. Da? Alles hier. Nein, 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 nein. Ah, Kacke. Oh, shit. Nee, hier ist gar nichts. Hier war nur eine Leiche, eine verbrannte. Ein Stück weiter oben nach, vielleicht war es da. Ja, Moment, erstmal. Siehst du, da ist nur eine Leiche und da war ein Shiny. Ah, dann war es weiter unten. Dann war ein Stück weiter unten. Also gehen wir wieder zurück. Nein! Euch möchte ich Jetzt noch. nicht haben. Scheiß Viecher. Wie, ich will sie geschadet. Jetzt bist du hier. Dann gehst du jetzt wieder Treppe rauf. Wow. Mal einen neuen Anlauf. Ja, mach du mal. Acht auf das Feuer. Top Treppe rauf, geradezu am Geländer. Scheiße. Am Geländer. Da, wo es frei ist. Wo? Ist gerade Moment, Moment. weggelaufen da von der Stelle. Da soll ich runterspringen? Ich glaube, es war da. Schau mal ganz fix nach. Moment, ich müsste ihn triggern, dass er erstmal woanders hinschmeißt, so eine Scheiße. Da unten ist es. Runter! Okay, du hast es. Oh, geil. So, jetzt kann Oster seine Übertragung wieder anmachen. Ich habe es noch nie ausgemacht. Achso, dann muss ich sie nachher ausmachen. Okay, ja gut. Wo bin ich jetzt gelandet? Und die Shortcut verrate ich aber nicht. Die musst du Okay. oben schon selbst finden. Ja, ist klar. Ich sollte mich mal ans Leuchtfeuer setzen. Oh, göttlich. Aufsteigen, ja. Was nehme ich ihn? Mit der Anzahl der Zauberslots fest. Das verstehe ich nicht so ganz mit den Zauberslots. Da kannst du Zauberei anstimmen am Achso, Leuchtfeuer. dass ich noch mehr tragen kann und nicht nur zwei Slots zum Beispiel. Also da rechts die Zauberer-Slots. Ja. Bei mir sind es drei zum Beispiel. Also das ist mit Slots gemeint. Na gut, da habe ich aber dann immer noch zwei. Kann man da dann auch mehr Feuerbälle und so schießen? Keine Ahnung. Ich mach.
will ja so eine Art Kampfmagier werden. Ja, jetzt bin ich da. Ey, der Riese lebt, klar lebt er wieder. Das heißt, den kann ich immer wieder vernichten. Gut. Jetzt kann ich mich hier umgucken, das ist ja schon mal was. Ist nix. Nein! Du Hund, ey! Maske des Vaters. Okay. Was genau macht die eigentlich? Keine Ahnung. Kacke. Ja, gib dein Schild weg. Ja, sauf. Moment, ich habe, glaube ich, einen zweiten gehört, oder? So, eine der drei Yeah! Masken des Feuerrades, des Nekromanten, des Grabesfürstes, Macht, Stahl und die Katakomben herrscht. Mit dieser Maske, die dem tapferen Vater gehört, lässt sich die Last, die man tragen kann, leicht erhöhen. Oh. Da geht's nach unten. Oh, da oben ist ein Shiny. Suchst du Ärger, Mann? Da hast du ihn. Boom, brenn in der Hölle. Ich glaube, der Typ ist wütend auf mich. Sag jetzt nicht, das ist eine Mimik. Nee. Flammensteinplattenring. Das hatten wir doch auch schon mal in dieser Überschrift, also in diesem, ja, ich zeig dir Zeugs. Macht das Teil. Steinplatten sind die Symbole des Warnritters und gewähren Stärke im Kampf. Die roten Steinplatten symbolisieren Flammen und stärken die Verteidigung gegen Feuer. Lame. Nur deswegen. Da oben ist ein Shiny, das will ich unbedingt haben. Sieg über Grabesfürst Nitor. Und eine Menschlichkeit. So, damit hat sich Nito auch erledigt. Ja, mit der Axt ist kein Wunder. Ich sag ja, die Axt ist krass. Ehrlich gesagt, das ist das einzige Gebiet, wo ich tatsächlich keinen Bock habe, alle Shinies zu sammeln. Okay, Weil rennen. durch ewig durch diese Dunkelheit sich zu irren, da habe ich keine Lust drauf. Oh Mann, ich würde jetzt so gut stehen. Ich könnte ihn mit Pfeil und Bogen abknallen, aber ich habe keinen Pfeil und Bogen. Achso, der wartet auf mich. Er muss mich wahrscheinlich erst sehen. Oder? Mittlerweile kann ich 10. Aha, cool. Ey, sieh da, Mister! Oh, er schützt sich gegen mein Feuer. Na, was ist denn? Nein, hör auf zu saufen. Ups, einmal. Ich habe den schwarzen Ritter mit Feuerkugeln abgeknallt und ihn getötet. Große Schere.
Also als Pyromant durch die Gegend zu rennen, ist schon geil. Das sieht verdächtig aus, oder? Ne, da geht's nach unten. Gehen, ja, nein, ja, ich gehe. Sag jetzt nicht. Oh, ein Bogenschütze? Wow, das ist. Der ist übel, der Kerl. Ja, der kann schon etwas mehr als die anderen Gestalten. Vor allem hat er auch so eine Ritterrüstung an. Scheißen Dreck. Schnell. Kann der auch? Nee, der nimmt den Bogen wieder. Wow, der Typ kann ganz schön viel. Ist er tot? Ja. Gegenstand nehmen. Richard Stegen. Geil, der bringt 4000. Siebzig, naja. Na, schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Ein verzierter Rapier, die Lieblingswaffe des ruchlosen, untoten Prinzen Richard, dessen Taten in einem Monomythos verewigt sind. Er wurde als Adliger geboren, begab sich aber auf eine verhängnisvolle Reise. Er wurde zum Untoten und verschwand im Norden. Ja, der Typ hat schon etwas mehr auf dem Kasten gehabt als alle anderen. Das stimmt. Ich gehe immer höher, ich müsste ja bald. Zwei Kisten, ich hätte eine davon ist eine Mimik. Ich sauf schon mal. Göttlicher Segen. Ah, das ist auch was man startet. Das heißt, die ist Mimik, oder? Nee. Seltener Ring der Opferung. Heiliges Wasser der Göttin und so weiter stellt sie die Vollständigung wieder her und hält alle Beeinträchtigungen auf. Das ist sowas wie eine Top-Genesung. Gwynwere, die Göttin des Sonnenlichts und Tochter des großen Seelenfürsten Gwyn. Wird von allen als Symbol der Großzügigkeit und Fruchtbarkeit verehrt. Okay, einen Ring habe ich entdeckt. Wie heißt denn die Axt so mal? Hab ich doch gesagt. Dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals von Velka, der Sündengöttin, beschaffen. Der magentafarbene Ring ist extrem selten. Der Träger leidet bei seinem Tod keine Verluste und wird von allen Flüchen befreit. Der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Schwarzritter Großaxt. Ich würde gern das Shortcut, den Shortcut finden, aber irgendwie bin ich zu blöd, um ihn zu finden. Ah, nee, nicht schon wieder der Riese da oben. Ich müsste mir echt mehr Pfeile holen, damit ich den Riesen da oben auch abknallen kann, weil der nervt echt volle Kanne. Na, da ich jetzt Nito auch weg habe, fragt sich eigentlich nur noch, was kann ich jetzt noch machen? Eigentlich doch nur noch das DLC, bevor ich das Spiel beende, oder? Ja. Nee, ich sehe gerade jetzt, der Ries hat einen Beil im Kopf. Oder? Nee, es ist eine Maske oder so. Er tut nichts, keine Ahnung warum. Seele, ehrenwerter Ritter. Habe ich noch mehr Seelen? Nein.
2000 fehlen mir noch, das ist eigentlich nicht viel. Ach komm. Was? 8000 bringt der? Fünftausend bleiben übrig. Waffe verstärken. Ich kann meine Streitaxt verschärfen. Geil. Wow. Ich glaube einfach bloß, damit es komplett ist, werde ich sogar tatsächlich dieses komplette Set anziehen. Du musst dir das mal an... Schmacki, du musst dir das mal geben. Warte. Rüste noch eine Schädellaterne aus. Ich sehe einfach mal original aus wie der Tod. WTF, das passt ja. Geil. Jetzt, es müsste halt bloß eine Sense sein, aber die Axt ist auch cool. Rüstung verstärken. Wanderergamaschen. Den blutbeschmierten Rock kann ich, glaube ich, noch verschärfen, oder? Nee, kann ich nicht, schade. Ich bin der Tod. Ich guck mich im Finsterwurzgarten nochmal um. Ich hol mir deine Seelen. Was willst du denn im Finsterwurzgarten noch finden? Darf ich kurz mal gucken? Einen Moment. Scheiße, dann muss ich den Part hier beenden. Naja, wir haben immerhin schon die nötige Zeit erreicht. Zumindest etwas, aber ist etwas kürzer. Egal. Das war Dark Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch. Ciao. Tschüss.